Hallo Leute, es geht weiter mit The Evil Within. Bäm, ins nächste Kapitel. 9 grausame Absichten. Jetzt sind wir mal wieder gespannt, was passieren wird. Ihr habt mir wieder fleißig Kommentare hinterlassen, wo, wie ich die nächsten Statuen finden kann. Oh ja, einladend. Schön. Ja, da wir jetzt immer noch hier vorne waren, ich glaube, da hatte ich alles erledigt. Ich hatte zuletzt gespeichert. 100 haben wir noch vom Glibberzeugs. Und, ja. Soll ich jetzt wieder in das Porträt hier gucken? Nein, wir sind ja wieder irgendwie... Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Sollen wir hier durch? Oder nicht? Ich habe auf jeden Fall Kommentar... Oh ja, wir sollen hier lang. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja, wir sollen hier lang. Ich habe den... Das ist schön. Ich habe sogar Angst vor meinem eigenen Schatten. Schwarz-Weiß-Welt. Nett. Habe ich offen, wollte ich sagen. Ja, ja. Flatter ruhig mal weg. Wir können auch gerade nicht irgendwie eine Waffe oder so heben. Ich habe keine Ahnung. Doch, doch. Genau hier wollen wir lang. Genau hier wollen wir... Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass er da ist. Was macht er hier und wo sind wir? Und, ach, was frage ich überhaupt noch? Echt, wir kommen doch sowieso ständig irgendwo lang. Oh. Oh. Vielleicht haben wir ja Glück. Und schaffen es sogar weiter, immer als ich dachte. Hier haben wir Glipper. Ja, ich schaue mal nebenbei in die Kommentare rein. Ich bekomme ja netterweise von meinen zwei fleißigen Zuschauern hier immer Tipps, wie ich die nächsten Statuen finden kann. Das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Und dem stimme ich natürlich auch zu, denn ich könnte auch in die Komplettlösung gucken und das Ganze suchen. Aber ich finde das sehr viel witziger, irgendwie die Zuschauer mitwirken zu lassen und vor allem nicht selber immer zu wissen, was überhaupt kommt. Ein bisschen Rätselspaß darf es ja gerne für mich auch sein. Deswegen hier der erste Tipp. Zum ersten Schlüssel am Brunnen vor oder hinter dem Tore liegt nicht links eine Kiste. Pass auf, die Vögel sitzen dort gerne verdeckt und machen auf Sebastians schöne Lederjacke irgendwas. Ich habe da gerade meine Audiospur drüber hängen. Deswegen kann ich den Satz gerade nicht zu Ende lesen. So, also am Brunnen vor oder hinter dem Tore. Suchen, ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter und gucken, wo ein Brunnen ist. Hier geht es auf jeden Fall lang. Das sieht doch schon mal wunderbar aus, was wir hier finden. Sammel mal schön alles ein, was du finden kannst. Denn davon können wir jede Menge gebrauchen. Das kann man nicht einschlagen. Okay. Sind wir hier schon mal abgebogen. Und hier habe ich hoffentlich alles jetzt mitgenommen. Am Brunnen, vor oder hinter dem Tore. Dödel, dödel, dö. Tja. Na dann. Was ist hier? Oh, schön. Immer her damit, immer her damit. Hallo. Wieder so eine Krähe. Warte. Das Haus habe ich schon mal gesehen. Ja? Ja, kommt da was bei dir? So ein bisschen Realität mal in deinen Kopf? Oder nicht so Bock? Nee, das kann man nicht kaputt machen. Ich hoffe, ich habe den Brunnen jetzt nicht schon übersehen. 5 Schlüssel. Ich meine... Weiß nicht. Ach, kannst du neu laden? Sehr schön. Wieso ist eigentlich so lahm? Können wir, wenn wir hier was laden können, dann sollten wir das vielleicht auch mal tun. Aha, aha. Oh, 3 Granaten haben wir sogar. Das ist gut. Ja, ich habe keine Ahnung. Wenn die erste Statue wirklich bei einem Brunnen sein soll, das sieht hier nicht nach Brunnen aus. Wird wohl nicht hier sein. Hier sind wahrscheinlich einfach nur so irgendwie Gedöns gewesen. Muss ja nicht unbedingt gleich eine Statue immer sein. Aber auch hier kann man schon vorsichtig sein, dass eine da ist. Ich bleibe auch mal erstmal beim ersten Tipp. Bevor ich die erste Statue nicht gefunden habe, habe ich keine Ahnung. Ja, jetzt sei mal nicht so schnell aus der Puste hier. Hm.
Also das ist das Tor. Moment mal. Wenn da vorne ein Brunnen... Guck mal, da vorne ist der Brunnen. Vor oder hinter dem Tore liegt nicht links eine Kiste. Ich war hier zwar noch nie, aber... Ja. Links eine Kiste. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier auch noch irgendwelche Gegner heranstürmen. Ich laufe mal hier so querfeldein. Guck mal, er geht da auch gar nicht drüber hinweg. Ist dem auch total egal. Der steigt auch gar nicht mehr dadurch. Er läuft einfach durch die Hecke hindurch. Klar. Das ist zwar nicht links, aber ich gucke mich trotzdem um. Wieso kann er da einfach durchlaufen? Voll merkwürdig. Wir sind ja vorsichtig, ne? Ah, guck mal, hier ist sogar eine Kiste. Und nichts da? Aber die Kiste ist nicht gemeint, oder? Am Brunnen. Vor den Tore liegt nicht links eine Kiste. Pass auf, die Vögel sitzen dort gerne verdeckt. Vögel. Vielleicht hier oben? So, wenn die da oben sitzen, ne? Ah, ich glaube, ich muss hier langsam vorsichtig sein. Irgendwo hier wird bestimmt irgendwo eine Statue sein. Vielleicht nicht genau da, wo ich gerade stehe, aber irgendwo hier in der Nähe. Da ist sie. Ha, ich hab sie. Sehr schön. So, das war die erste. Rein in die Resident Evil Gedächtnisvilla ist der zweite Tipp vom lieben Cry. Unten links vorbei an der IKEA-Restaurantrampe, da lässt sich eine Menge rein und draufstellen. Also wir müssen auf jeden Fall rein in diese komische Villa. Das ist gut, dass ich das weiß, dass die nächste Statue dann da drin ist. Oh, und hier haben wir auch noch was. Das ist nämlich das, was ich jetzt als nächstes tue. Die Statue habe ich gefunden, damit ist das erledigt. Ah, hier, guck mal. Aber es gibt hier noch mehr zu finden. Und die Tipps bekomme ich natürlich nicht. Das geht gar nicht. Wo das hier alles verstreut liegt, das kann gar keiner wissen. Viel wichtiger ist dann in dem Fall, wo hier noch Muni und so ein Zeugs liegt. Das ist viel wichtiger. Problem ist, dass ich gar keine Ahnung habe, wo ich jetzt schon langgelaufen bin. Diese Kiste hatten wir jedenfalls noch nicht. Ah, da ist noch eine Spritze. Sehr schön. Immer her mit dem Zeug. Ein bisschen sich Mühe geben muss man schon. Ich denke, wenn man einfach reinläuft, verpasst man viel, wie man sieht. Und das, obwohl man vielleicht denkt, okay, komm, hier habe ich doch schon längst alles abgegrast. Hier gibt es so viele Verstecke. Vor allem die Statue auch, also ohne die Tipps, echt, ich würde sie nicht finden. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich auch gar nicht in den Baum geguckt, weil wenn man es einfach nicht weiß, dann guckt man da auch nicht hin. Also dann übersieht man das alles, finde ich. Hier sind noch Fässer. Schön, aber leider nichts drin. Schade. Wollen wir es wagen? Gehen wir rein in die Resident Evil Villa? Ja, machen wir. Na toll. Aber ein Kontrollpunkt. Oh, da ist noch was. Kapitel 9, grausame Absichten. Und nun, voll genervt schon. Toll, jetzt darf ich mich hier wieder mit den Monstern rumschlagen. Oh, ich höre wieder so ein Ding, Spiegellein. Hier vielleicht. Hallo. Okay, das ist echt so eine Resident Evil Villa. Erstmal hole ich mir das grüne Gedöns. Sehr schön. Immer her mit dem Zeugs. Hier wird wahrscheinlich unser Spiegelraum sein. Jawohl. Oh, was zum Lesen. Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City, 11. Februar 2012. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühungen der Feuerwehr forderte gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Ridge, Crimson City. Die 5-jährige Lily Castellanos und ihrer Babysitterin
Juanita Flores, 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 Flore, Flores, 56, gelang es nicht, dem Rauch und den Flammen zu entkommen, die sich in dem Einfamilienhaus rasant schnell ausbreiteten. Lillys Eltern, beide Detektive vom KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten. Oh Gott, wie schrecklich. Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Aber das Haus war vollkommen zerstört. Die Ursache des Brands wird noch untersucht, aber Ersthinweise deuten auf einen elektrischen Defekt hin. Fortsetzung auf Seite 8, Brand. Oh Gott. Er hat jetzt ernsthaft seine Tochter da drinne verloren. Das finde ich natürlich richtig übel. Also das ist schon richtig gemein, muss ich zugeben. Sagt er eigentlich hierzu was? Einfach mal, weil es voll verschlossen ist. Wir müssen natürlich einiges wahrscheinlich dafür tun, damit das sich hier wird öffnet. Die Schlösser alle nacheinander aufmachen, nehme ich mal an. Oh Mann, jetzt tut er mir aber echt leid. Bevor ich rübergehe, gucke ich mich hier erstmal um. Was haben wir hier? Notiz aus Esszimmer in Anwesen. Im Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben, ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte, aber ich brauche Ressourcen. Jiménez, dieser Schwachkopf, wird endlich seinen Unterhalt verdienen. Mhm. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein, nein! Was passiert jetzt hier? Nein, ich will speichern, ich will... Scheiße. Geh nach oben. Geh einfach nach oben. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich wollte eigentlich speichern. Eigentlich wollte ich speichern. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Okay, da geht's auch nicht lang. Alles verschlossen! Oh Gott! Was macht der hier? Okay, wir haben es geschafft. Rubik taucht immer auf. Panik am Start. Was macht der hier? Also immer, wenn es blau wird, weglaufen, ja? Ich hab's überlebt. Fuck. Und ich höre jetzt auch wieder... Ich höre sie wieder. Ich gehe jetzt erstmal hier und mach das nicht alles nochmal. Jetzt erstmal ab in den Spiegel. Das haben wir schon mal geschafft. Ich hab's gewusst. Was hast du gewusst? Dass du hier wieder kommst? Klar. Sollten sie nicht vielleicht ihr grünes Gel benutzen? Ja, aber seit wann sprichst du mich darauf an? Ich komme hier drauf nicht klar, echt. Macht mich alles voll fertig hier im Spiel. Ich dachte jetzt nur, warum wird alles so blau? Was ist los? Aber okay. Ist okay. Klar, kein Problem. Wir können die Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Das ist schön, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig ist. Scharfschützengewehrmunition. Munition. Streichhölzer könnten wir auch erhöhen. Aber weiß nicht, muss das sein? Qualenbolzenbrust würde ich gerne machen, aber dafür reicht es einfach gerade nicht. Da brauchen wir wesentlich mehr Punkte für oder mehr Gel halt. Wir finden ja gar nicht immer so viel Munition. Wir könnten die Magazinkapazität von der Pistole auch vergrößern, aber... Brauchen wir, weiß nicht, brauchen wir das? Sprintdauer kann ich auch nicht machen. Also das, was ich jetzt eigentlich machen würde, kann ich gerade nicht verbessern. Deswegen würde ich sagen, ach, wir erhöhen mal die Feuerrate. Von der Schrotflinte. Bam. 400 habe ich noch. Lässt sich damit noch was machen? Irgendwas mit 400 glaube ich jetzt eigentlich nicht, aber ich gehe es nochmal durch. Sieht schlecht aus. Nein, es sieht schlecht aus. Aber immerhin, die Feuerrate ist besser und das finde ich auch gut. Also die Schrotflinte ist wirklich gut gepimpt jetzt. Nicht wahr, Frau Doktor? Ich würde ganz gerne speichern bei Ihnen, Frau Schwesterherz.
Frau Tussi. Innere Tiefen wird mal überschrieben jetzt hier nebenbei. So, wunderbar. Es speichert auch schon. So. Jetzt kann ja nichts mehr passieren sozusagen. Gespeichert. Erstmal wieder festgehalten. Dann wollen wir mal wieder zum Spiegelein. Spiegelein an der Wand. Wer ist der Ängstlichste im ganzen Land? Es ist Sebastian Castellanos. Gott, ich erschrecke mich wirklich von meinem eigenen verfluchten Schatten. So, wir wuppen das jetzt. Aber erstmal muss ich in die Tipps gucken. Sonst weiß ich gar nichts mehr hier. In die Gedächtniswälder unten links. Vorbei an der IKEA ist der Rampe und da lässt sich eine Menge rein und draufstellen. Unten links? Was für eine Rampe? Unten links. Also hier unten? Ist hier irgendwas, wo man was draufstellen kann? Ist die hier drinne? Bist du hier drinne, Schlüssel? Das ist zwar keine Rampe, aber... Ja, genau. Guck mal, hier ist so ein Fragmentending. Das sieht aus wie diese Fragmententeile, die wir immer einsammeln, oder nicht? Die sehen doch auch so ähnlich aus wie das hier vom Kamin. Mach das mal alles kaputt hier. Hören die uns nicht schon langsam? Wir machen jetzt hier bald mal Tabula Rasa mit den Leuten. Das machen wir hier. Unten links. Wir sind eigentlich unten links. Aber ich weiß nicht, ob das hier so das, was gemeint ist. Rampe, Rampe, Rampe. Ich guck erstmal weiter. Achso, es wurde auch ergänzt. Shit, jetzt muss ich das aber... Ich kann leider nicht bei dem Spiel im Moment rüber switchen. Ich mache mal hier langsam die Tür auf erstmal. Wir gucken mal erstmal, was da drin ist. Vielleicht ist es ja auch da drin. Stehst du noch mal auf? Nö. Der steht wieder auf. Ich wusste es, echt. Mann! Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Ja, komm her, komm. Hast du es dann mal... Kannst du den nicht mal anzünden? Hat das jetzt... Mann, ich hätte das Teil aber entschärfen können. Das wäre viel besser gewesen. So ein Blödkopf hier, echt. Ich meine, ich bin natürlich selber blöd, weil... Naja, ich wollte das jetzt nicht entschärfen. Hallo? Stehst du auf oder nicht? Nö. Hoffentlich. Wehe, du stehst auf. Moni! Mach alles kaputt. Noch mehr Muni oder so. Was ist das hier für ein Zeugs? Aha. Boah, was ist das hier für ein gruseliger Ort schon wieder? Wenn ich die Spritze jetzt hier verwende, dann... Naja, ich kann nicht mehr lagern gerade. Ist ein bisschen schade. Und eigentlich geht's mit der gesunden... Naja, obwohl... Komm. Wir sind bester Gesundheit. Nimm die Spritze mit. Ich will sie nicht verpassen. Da ist noch eine. Und wir haben sogar eine Axt gefunden. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich krieg's manchmal echt nie gebacken. Gut, dass wir die Gesundheit gerade aufgefüllt haben. Da ist sie auch schon wieder hin. Nimm mal die Axt mit. Ich finde so eine Axt immer gar nicht so schlecht. Aber rampenmäßig habe ich jetzt hier nicht irgendwas gefunden. Das kannst du auch nicht kaputt hauen. Oh, hoffentlich habe ich das nicht schon übersehen mit der zweiten Statue.
Was ist das da für ein Zeug? Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Glibber, glibber. Was ist? Was haben wir hier? Das frage ich mich auch. Was? Will? Proband Nummer 58. Proband Nummer 58, Test 92a. Elektrodenplatzierung an M33 für Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortexregion für Einwilligung. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Was soll ich denn jetzt hier machen? Meintet ihr das mit anatomischen Kenntnissen? Was soll ich jetzt? Wollt ihr mich? Ich will sowas nicht machen. Das ist ekelhaft. Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das, wie hast du es genannt, dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Das wäre natürlich möglich. Es wurde irgendwie ergänzt in dem einen Kommentar von euch wegen aufimpfen lassen. Das erinnert mich halt an das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Jetzt frage ich mich, ob hier irgendwo eine Statue ist, aber weiß es halt einfach gerade nicht und bin mit den Gedanken jetzt irgendwie überall bei Statuen, Gegnern, die hier plötzlich auftauchen, Ruvik, der hier rumschwirrt und irgendwelchen Statuen, die ich finden soll, und da ist sie. Okay. Dankeschön für den Tipp. Alles klar, das war die zweite Statue. Gut, dann bin ich ja richtig hier gewesen. Dann muss ich mir zumindest darüber keinen Kopf mehr machen. Ich gehe jetzt wieder hier raus und merke gerade, dass ich nicht mal die anderen Schlüssel eingesetzt habe, ich Dummerle. Ich habe doch schon vom letzten Kapitel noch Schlüssel. Vielleicht sollte ich da mal wieder zurück jetzt gehen und das erstmal machen. Ich mach mal aus. Oh. Na komm her. Okay. Keine Ahnung, wo der rausgeschossen kam. Der hat das wahrscheinlich alles hier gehört. Ich weiß nicht, ob das... Das war aber die Rampe, ne? Von der du gesprochen hattest, Cry, glaube ich. So von wegen Sachen draufstellen. Nein. Nein. Kommt er von oben? Oh. Vielleicht solltest du mal ein bisschen schneller laufen. Huhu. Lauf hier lang. Komm, wir laufen im Kreis, Ruvik. Komm, wir schaffen das. Verschwinde. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Oh, hallo? Hallo, verschwinde doch mal. Oh, ich hab's geschafft. Aber anscheinend wird es jetzt immer heftiger, länger, ne? Ich gehe einfach immer wieder hier hin. Das klappt doch ganz gut hier. Oh, eins haben wir jetzt offen. Warum ist eins jetzt offen? Naja, ist ja egal. Wir gehen erstmal zurück. Das machen wir noch. Oh. Oh, Gott sei Dank.
Das wirkt immer so lustig, aber ich bin echt immer panisch. Nur, dass ihr es wisst. 1400, ich weiß nicht, ob wir damit was machen können. Ich sammle erstmal weiter. Haben Sie etwas vergessen? Ja, speichern wollte ich. Und ich habe tatsächlich was vergessen. Und zwar wollte ich die Schlüssel bei Ihnen mal einsetzen, Frau Schwester. Machen wir jetzt mal. Wir haben nämlich ein paar jetzt schon gesammelt. Und wozu sammle ich die Schlüssel, wenn ich sie nicht auch mal benutze? 5 Stück. Geil, oder? Wo können wir anfangen? Ich weiß, ich überziehe gerade schon wieder ein bisschen, aber ich nehme mal das Fach hier, komm. Nein, das Hinterste. Wir wollen mal gucken, was im Hintersten ist. Glibber. Okay, freuen wir uns einfach mal über den Glibber. Oh, aber 6400. Und dann nehmen wir gleich das Fach daneben, weil wir es haben, weil wir es nämlich können. Yeah, Muni. Sehr schön. Geil. Da ist noch was, was wir uns holen können im Falle dessen, dass wir nichts mehr haben. Was ist hier oben? Glibber. Noch mehr Glibber. Wuhuhu. Jetzt geht's ab hier. Und dann nehme ich noch das Fach hier oben. Darf ich? Komm. Noch mehr Glibber. Boah, ich hab's mit dem Glibber, ne? Bisschen Muni wäre auch geil gewesen, aber gut. Okay, einen Schlüssel haben wir noch. Dann nehme ich mal ein unteres Fach. Und zwar das hier ganz außen. Oh Gott, was ist denn los hier mit meinem Glibber? Wer braucht denn so viel Glibber? Ich meine, dann bin ich voll ausgerüstet. Innerlich. Aber irgendwie fehlt's dann an Muni. Na gut. Muni muss ich also weiterfinden und herstellen. Ist okay, ist okay. Ich überziehe, wie gesagt, ein bisschen. Ich setze mich mal auf den Superstuhl. Wir werden jetzt hier das Ding wuppen. Jetzt können wir alles machen, was wir wollen. Wir können unsere Lebensanzeige verbessern. Wir können die Sprintdauer verbessern. Den Nahkampfschaden, die Spritzenwirkung können wir verbessern. Ich würde sagen, wir machen mal Leben besser. Wobei wir gar nicht so viel sprinten, ist aber auch gut. Gerade jetzt bei Ruvik. 9000 benötigt das. Das bedeutet 10.000. Aber wir haben es halt gerade, ne? Ich finde, das könnte man ruhig dann mal machen. Schwierig. Ich nehme jetzt tatsächlich mal Sprinten. Da waren es 12.000. Wir können auch die Lebensanzeige verbessern. Ach komm, dann... Dann beides, ne? So, jetzt die Waffen. Nachladegeschwindigkeit, Reichweite, Spanngeschwindigkeit. Ich weiß nicht. Kritisch. Okay. Dann die Reserve müsste auch mal verbessert werden, tatsächlich. Streichhölzer jetzt nicht unbedingt. Scharfschützengewehrmunition, ja, aber man findet auch nicht so viel. Es geht auch gerade mal plus eins. Nee, weiß nicht. Das spricht mich alles nicht so an. Magazinkapazität der Pistole vielleicht eher. Oder die Nachladegeschwindigkeit. Die Nachladegeschwindigkeit der Schrotflinte mache ich jetzt mal. Ja, doch. Das dauert nämlich tatsächlich auch immer etwas lange. Und wir sind ja eben voll dabei. 900 haben wir auch nur noch. Zack, ist das Glibberzeug schon wieder weg. Aber es ist schon geil. Also wir sind jetzt schon echt gut dabei. Bei dem Glibber, den ich jetzt bekommen habe. Ja, wir haben schon fast das Maximum erreicht. Das ist schon cool. Bei der Fitness meine ich jetzt. Ich weiß nicht, mit 900 glaube ich, kann ich gerade nichts mehr machen. Ich speichere jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Es ist sehr gruselig in diesem Haus. Und freue mich jetzt schon darauf, irgendwann mal Resident Evil tatsächlich zu Let's Playen, in so einem Haus da rumzugurken. Aber in dem Haus rumzugurken mit dem Ruvik vor allem im Nacken, der jetzt immer länger uns verfolgt. Auch nicht schlecht. Solange ich immer in diesen komischen Raum zurück kann, ist ja okay. Wir sehen uns. Bis dann.